zweieinhalb Wochen werde ich 21. In 1? Denk. Ich bin jetzt nicht. 1, 2. Nee, anderthalb Wochen. Hey. Oh, ich bin in anderthalb Wochen wieder bei dir. Dies ist korrekt, Schatz. Nee. Und wenn ich jetzt. Also, das war mal getimt, das Schild einsetzen. Snowgamer ist wieder da. Immer noch Isaac Snowgamer. Evil wird es in Dienstag oder Mittwoch, wie gesagt. Ja. Obwohl, hattest du nicht Mittwochs auch mittlerweile irgendwas Festes? Irgendwas anderes Festes? LOL unter Umständen. Aber Nikolai ist ja nicht da. Was hast du denn diesen Mittwoch gemacht gehabt? Irgendein random Spiel. Irgendein random Spiel. Ich glaube, ihr Wolf. Das kann sein, irgendwann dem Spiel. Weil das andere ist ja noch in Planung und Nikolai ist ja jetzt erstmal eine Woche weg. Jo. Weil Nikolai wird ja wahrscheinlich eins der aktivsten Mitglieder in dieser Gruppe sein, sag ich mal. Curry ist 23. Noch jung und zart? Nein. Also ich ja, er nein. Keine Ahnung, was mit Wolfi ist. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Ich habe den hin und wieder mal kurz im Stream gesehen gehabt. Ja, ich auch, aber das war's auch. Eternal Flight. Yay, yeah, noch mehr Flug-Items. Brauche ich so dringend. Diese random spuckenden Viecher gerade deutlich gefährlicher fand als die anderen. Ja, weil die einfach vor mir schießen können, die anderen schießen halt immer direkt vor mir. Shot Speed down, Damage up. Was ist eigentlich mit dem Ranker-Team? Was soll mit denn sein? Ich hab euch doch alle eingeladen. Hallo, Apfels! Hä? Ja, auch von mir, hallo. Und willkommen im Stream und natürlich auch viel Spaß im Stream. Das Ranked-Team ist doch offen, ich hab euch doch eingeladen. Hey, Shishin. Das soll ja theoretisch mittwochs immer laufen. Allerdings müssen wir mindestens 3 Leute zusammenkriegen, die mittwochs Zeit haben, damit wir diesen Mittwoch anfangen können. Theoretisch wäre Fabian, also Nikolai, mit dabei, aber der ist diese Woche über, also die Woche, die kommt, über auf der Klassenfahrt. Der hat die Woche lang keine Zeit. Und wenn doch, würde ich das echt seltsam finden, weil ich durfte auf der Klassenfahrt nicht irgendwie LOL zocken. No, du Ärmste. Ja, manchmal finde ich mich echt arm. Also wir haben zwar auf der Klassenfahrt gezockt, aber keine Online-Sachen, weil das Internet zu scheiße war. Wow. Liebling? Ja. Ich liebe dich. Warum bist du auch Liebling? Ich liebe dich auch. Das war eine schöne Begründung, ne? Ja. Warum drei? Weil ich nicht mein Solo-Ranked mit euch hochmachen möchte, sondern mein Ranked-Team mit euch hochmachen möchte. Und da müssten wir entweder 3 oder 5 sein. Mein Solo-Ranked werde ich auch solo wahrscheinlich hochmachen. So wie meistens. Das werde ich dann wieder auf Gold 5 spielen und das war's dann. Ach Gott, ich hasse mich. Ja, führen wir. Hm? Fernbeziehung. Ja. Viel zu weit. Ja, deutlich schlechtere Itempool. Ja, ja. Das wird zwar sowas, wo man selbst auf Mod sein, aber ich merke schon, wie schlecht der Itempool ist, wenn man auf Hard spielt. Kontori wohnt 300 Kilometer von mir entfernt. Ist also nochmal 100 Kilometer drauf.
Das ist. Die MMR ist für jeden Modus einzeln verteilt. Mehr oder weniger. Das heißt, für Solo einzeln, für Dreier-Ranked einzeln und für Fünfer-Ranked einzeln. Obwohl die MMR ist ja bei Team-Ranked nicht auf den Spieler selbst bezogen, sondern auf das Team. Auf die Team-MMR. Alle an dem gleichen Light Curry. Also wegen den Kilometer, ja. Ich hab jetzt 200 oder 300 Kilometer. Nee, Zweier ist Solo MMR. Evil Fang. Hast du Epic Hack aufgenommen? Ja. Darum sagte ich ja, dass ich sterben werde. Aber der Item Pool ist nicht schlecht. Ich war anderweitig beschäftigt. Da war ich so ein bisschen still. Genau, Solo und Duo zählen gleich. Weil du als Duo mehr oder weniger noch als Solo zählst. Also wird Solo eingerankt. Allerdings kannst du je nach Solo-Partner dafür deutlich schwere Gegner bekommen, wenn der halt deutlich höher ist. Weil das Solo-Queue ist. Du kannst einfach im Solo-Queue einfach nochmal einen zweiten dazu nehmen. Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben. Ist einfach so. Und Curry, du wohnst in NRW und Kotori in Hessen. Was? Panda. Achso, und Curry, du wohnst in NRW und Kotori Hessen. Ja. Hattest du, glaube ich, gesagt, ne? Ich hab's jetzt nochmal gesagt, weil deine Mikroqualität gerade ganz komisch ist. Okay. Wahrscheinlich hat dein Internet gerade so leichte Probleme. Das Skype da gerade die Quali ein bisschen runterschraubt. Von Wittenberg. Uiui. Oh Gott, diese Bälle erinnern mich leider daran, dass ich immer noch die Suicide Challenge machen muss. Hallo Killer 12 LP. Auch von mir ein Hallo Killer. Loskommen, ich will endlich auf Maximum. Hessen ist auch ein sehr schönes Bundesland. Ja, voll gut auch aus Hessen. Das Einzige, was Hessen für mich sympathisch macht, ist die Todesstrafe. Immer noch. Leider sind wir dem deutschen Grundgesetz unterlegen. Scheiß drauf, tretet aus. Ja, ich gehe demnächst in die Politik und dann mach ich das. Ich würde direkt austreten. Ja, geil, und dann die Box. Okay, bei Muffin steht immer noch Evil Within. Aber nur bei ihnen, oder? Geh mal Ausrufezeichen Spiel bitte ein, Schatz. Shop hier. Das ist aber momentan wird das einiges auf Isaac Rupert gespielt. Keine Ahnung, Muffin. Muss es vielleicht mal aktualisieren. Hut XC. Achso, Hut XC, ja, steht da. Hallo Hut XC, willkommen im Stream und viel Spaß im Stream. So, vielleicht mal restarten, Muffin. Also die Seite neu laden. Ja, steht da trotzdem auch doch geschrieben, oder? Achso, war das nicht darauf bezogen? Nee, steht, keine Ahnung. So. Wurst. Ihr wisst doch, was gespielt wird. Ja, es ist nur blöd für die neuen Zuschauer, wenn sie reinkommen. Das ist ja die Sache. Ich guck mal selbst eben nach. Ich glaube auf Dings. Auf Twitter steht sowieso Evil Within. Auf Twitter steht Evil Within, weil es mit Evil Within gestartet wurde, leider. Genau. Aber ich habe hier im Stream auch diese Evil Within stehen. Oh, okay. Ich kann das hier auf Handy leider nicht nachschauen. Beine auf Isaac Rebirth dann. Natürlich bin ich wieder ausgeloggt.
Nein, den PC müsst ihr nicht restarten, Leute. Das ist ein Twitch-Bug wieder mal. Also es sind momentan so viele Twitch-Bugs unterwegs, das ist echt schlimm. Ich kann es auch nicht ändern, es steht nach dem F5 immer wieder der Evil. Jetzt steht gerade der Beine auf Rebirth drin. Keine Ahnung, was jetzt nachher drin steht. Also ihr könnt ja nochmal gucken, aber jetzt müsste der Beine auf Isaac drin stehen. Dauerschauerin. Ich bin jetzt schon 100,8 Stunden im Stream. Wir haben gerade 3 Stück auf einmal verlassen. Ja. Oder sind die schon länger weg und der hat das jetzt erst erkannt? Der Evil Crank hat der Schema wieder einfach so verabschiedet, obwohl er noch da ist. Ich meine, Bubs auf Doom haben schon länger nichts mehr geschrieben. Ja. Ah, er hat gerade neu geladen, okay. Ja, okay. Ist ja auch egal, was bei euch oben steht, aber ich finde schön, wenn er mich darauf hinweist, weil dann kann ich das anpassen. Was ist halt dann für die Leute wichtig, die neu kommen, damit die nicht an andere Spieler warten oder sowas. Ja gut, Panda, du bist ja auch gestern Abend erst dazugekommen. Du hast ja den Stream erst gefunden. Das ist interessant, was ich immer wieder für Gegner in den Kopf bekomme. Hallo, bin ich im Stream? Willkommen zurück mal wieder. Das ist ja, so wie es aussieht, wurde der auch fälschlicherweise vom Bot verabschiedet. Hallo Robo Warrior. Hey. Steht zumindest bei mir gerade im Chat drin. Bei mir nicht. Ja, nicht, dass er. Hallo von mir. Nein, nicht, dass er reingekommen ist, sondern in der Zuschauerliste steht er drin bei mir. Ach so. So meinst du das? Der war trotzdem Hallo von mir. Ja, ich weiß nicht, ob er da ist, weil wie gesagt, manchmal backt er das richtig bei mir rum. Also auch die Zuschaueranzeige. Die kannst du ja besser sehen als ich. Nein, ich sehe gar keine Zuschauer. Also jetzt habe ich ein Robo Baby. Hallo, Ice-Tea, Haku. Jo, auch von mir ein Hallöchen. Und der mag High Quality Ice-Tea. Ich mag ihn. Ich mag ihn auch. Ich finde es immer so komisch, wenn Leute in den frisch in den Stream kommen und sagen, ich mag Curry. Damit aber wahrscheinlich eher das Gewürz meinen, als es wirklich direkt mich, weil sie mich ja nicht kennen. Also noch nicht wirklich kennen. Ich sag's mal so. Oh Gott, warum bleibe ich denn so nah bei dem stehen? Das fände ich schon klug. Also ich glaube, du hattest doch recht mit den 100 Toten, dass ich die schon erreicht habe. Ja, sag ich doch. Das hast du das letzte Mal erreicht. Ja, ich glaube, dir ist so langsam. Langsam. Hast du Tipps für Anfänger? Hab mir das Spiel gestern gekauft. Du brauchst eine Menge Glück. Versuche nicht zu sterben. Das ist der beste Tipp. Für Anfänger, zum Beispiel, wenn du so ein Item im Itemraum hast, einfach restarten. Ganz ehrlich. Also das aufmachen und R gedrückt halten einfach. Suchten. Ne, aber sonst so ein Glück für Anfänger ist einfach, du hast ja erstmal nur Isaac hier, diesen Charakter. Spiel mit denen so lange, bis du zum Beispiel hier Assassin frei hast. Und dann kannst du dich mit Assassin erstmal ins Spiel einfinden. Das ist der einfachste Charakter, den du im Spiel haben kannst. Ja. Dieser Charakter hier. Ja, Assassin schaltest du, glaube ich, frei, indem du 3 Devil-Deals machst.
Ne, Devil Deals bekommst du, wenn du ab der zweiten Ebene keinen Schaden bekommst, mehr oder weniger. Nicht. Wenn du ab der zweiten Ebene keinen Schaden mehr oder weniger bekommst, bekommst du Devil Deals. Die kosten aber Leben, wenn du die einnehmen möchtest. Ich guck jetzt mal. Du kannst einfach den Smiley machen, dann hast du Forces. Also das, was ich hier mache mit The Lost Spielen, ist schon eher Hardcore. Das würde ich dir vor allem mit Anfängern nicht empfehlen. Ja. Lass dir Zeit, mit The Lost freischalten. Ist sowieso sehr schwer. Ich habe 123 Spielstunden. Wie viel habe ich? Habe ich jetzt nicht geguckt. Weil ich meine, ich habe... Warte. Dürfte jetzt aber auch so langsam wieder annähernd sein, ne? Ach Gott, Loki, ja, Sörner durch sind aber auch Luke, Sörner sind auch nicht gut, ey. Im Hard-Modus droppen weniger Herzen, es kommen mehr Champions und man hat mehr Flüche der Ebenen. Kann aber, wenn man Mutters Herz nochmal besiegt, nochmal extra was freischalten. Und zwar ein Begleiter-Baby für den Koop-Modus. Und da ich das Spiel mehr oder weniger irgendwann auf 100% komplett durchhaben möchte, spiele ich es halt einmal bis nach Mutters Herz im Hard-Modus durch, damit ich diese Koop-Babys auch bekomme. Und mir fehlt nur noch dieser Charakter, darum spiele ich den ja gerade auch nur. Alle anderen habe ich schon fertig. Und wundert euch nicht, wenn ich irgendwie gerade sehr oft restarte, aber ich spiele gerade einen Charakter, der, egal was ich mache, immer nur einen Treffer aushalten kann. Das heißt, ich bin sehr itemabhängig, um stark zu werden. Ich brauche sehr gute Items, um wirklich stark zu werden. Und da ist natürlich auch das erste Item schon einigermaßen elementar. Lass es so kacke zum Spielen. Oh ja, da hast du recht. Aber ich finde es irgendwie cool, dass sie ihn eingebaut haben, muss ich zugeben. So ein Hardcore-Charakter, finde ich cool. Für die Mega-Suchtis. Ja, so wirklich was für die Leute, die das Spiel richtig gesuchtet haben. Weil ich kann mir echt vorstellen, dass es bei Isaac, beim alten Isaac, auch wirklich Leute gab, die haben eine Challenge gemacht, ohne Treffer durchzukommen. Mhm. Und das hat dann der Entwickler halt als Charakter auch umgebaut. Die andere Person, die man hört, nennt sich Kotori und das ist meine Freundin, die halt gerade als Co-Moderatorin und als Unterhaltungsperson, genau, als Chat-Unterhaltung dazu guckt. Genau. Sie liest auch öfter einfach Sachen aus dem Chat vor, während ich hier zum Beispiel gerade Räume cleare, damit ich die Sachen auch mitbekomme. Oder beantwortet auch einfach schon direkt Sachen, je nachdem. Leute, bitte keine Werbung im Spiel oder so, im Stream oder sonst was. Ed Muffin und Holy Fan. Habe ich extra nochmal eingefügt. Kotori gewinnt zu 99% in der Arena. Das musstest du ihm jetzt unbedingt sagen. Ja, wir müssen die Neuen doch darauf hinweisen, dass es blöd ist, ging nicht in die Arena zu gehen. Oh Gott, und da renne ich auch noch rein, ey. Naja, Leute, ich bin mal ganz kurz auf Toilette. Kurzer Sterbewünsche mir für euch. Kotori unterhält euch in der Zeit weiter. Bis gleich. Das müsst ihr jetzt mit mir alleine aushalten. Ich hoffe, ihr sterbt daran jetzt nicht. Ihr könnt mich ja immer irgendwie was fragen oder so, wenn ihr Fragen habt. Wahrscheinlich, bis es bei euch ankommt, ist Curry eh wieder da. Aber egal. Komm ich rein. Sorry, du geile Sau. Ja.
Richtig, sehe ich genauso, Kali. Ihr seid richtig gemein zu mir. Dann die Leute. Zum Beispiel, wie hast du den Stream gefunden, Ice-T? Jetzt über Twitter, YouTube, einfach mal so durch Twitch? Die werde ich nicht. Keine Ahnung. Also Necropolis wirst du, glaube ich, nie wieder los. Ja, Panda, ich habe das ja als Kompliment angesehen. Nein, Holly, sicherlich nicht. Gladiatoren als Beruf, nee, das mache ich nur hobbymäßig. Emmy ist fertig. Dann hätte er bestimmt jetzt wieder auf, na, wie heißt's? LOL gewechselt. Weil so früh hat er eigentlich nie auf zu streamen. Ach, Diablo. Okay. Sorry, die Schlechterin. Ist ja nicht so, als wäre Necro nicht schwer, aber nix erleben nur mit den... Ja, das ist blöd. Da hast du recht. Nein, immer noch nicht. Es kommt kein anderer nach Kotoriland als Curry. Für alle anderen ist geschlossen. Jetzt haben wir es ja ins Klo gefallen. Auslaufmodell. Nein, it's a trap. ja, Kotori ist halt auch mein YouTube-Name und ich bin halt immer so einfallslos und ich habe halt zu dem Moment den Manga Lebe deine Liebe gelesen und darin heißt halt der Hauptcharakter Kotori und habe ich mir einfach mal ihren Namen geschnappt. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf Kotoriland gekommen sind. Danke für den Follow, Walfischtoast, und willkommen zum Stream. Ich denke mal, der Hauptstreamer wird dir gleich auch nochmal danken. Der ist nur gerade für kleine Jungs. Oder so lange, wie der weg ist, für große Jungs. Ich heiße ja Thorsten, aber Leute nennen mich Toto, den Panda, weil ich tätowiert bin an Pandas. Okay, sehr süß. Ja, Pandas sind echt süß. Hast dich nach einem Kerl benannt? Nein! Nach dem, also das Mädchen in dem Manga heißt Kotori. Und nach der habe ich mich benannt. Also Kotori ist ein Mädchenname.
Ja. Yeah. Danke für den Follow-Hut, XD. Noch ein YouTuber hier, der mich folgen kann. Ja, wie gesagt, ist halt gerade irgendwie etwas länger auf dem Klo verschwunden. Sollte aber demnächst wiederkommen, hoffe ich. Wenn er in 5 Minuten nicht da ist, schicke ich einen Suchtrupp los. Im Wasser. Ja! Es geht ja um Mädchen und einen Junge und nach dem Mädchen habe ich mich benannt. Also über die geht halt die Geschichte. Ist halt so wirklich typisch schon Manga, für der Mädchen-Manga. Wie halt auch der Name Lebe deine Liebe schon sagt. Also ich kann auch mal ganz Mädchen sein, wenn ich nicht gerade in der Arena fighte. Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Ja, dann stirbt er ja direkt. Hast du doch gestern gehört. Sie haben Norm umgebracht. Ja, ich gucke auch Animes, aber ich bin ein bisschen... Also ich bin wählerisch, was Animes angeht. Ich lese eigentlich lieber Mangas. Aber ich habe schon so ein paar Animes geguckt und habe auch noch so ein paar auf der Liste, die ich gucken will. Ein Klo-Monster. Wenn Leute Animes sagen, ist es im Grunde richtig und hört sich grausam an. Ist doch egal. Anime, Animes. Wurscht. Ist in einer Granate gestorben. Ich weiß ja nicht, was der da auf dem Klo macht. Da ist er doch wieder. Nein, gar nicht wahr. Ich wollte schon Suchtrupp losschicken. Mir Sorgen gemacht. Ich habe mal etwas Größeres auf der Toilette gemacht. Das dachte ich mir schon. So, ach, ist Eistee schon weg? Shit doch da zumindest. Okay, ich bin so jemand, der sehr viel schaut, aber am liebsten One Piece.